Also ich halte mich da ein bisschen an Deasy und Ryan, die haben ja die Selbstbestimmungstheorie und die sagen eben, man sollte die Autonomie stärken. Das heißt, ich versuche sehr viel Wahlfreiheit zu lassen den Studierenden. Bei dem Seminar, das wir jetzt angeboten haben, war das sehr gut möglich, dass jeder aus seinem Studienbereich etwas herausgepickt hat, was ihn interessiert hat. Ich versuche, ein Kompetenzgefühl zu vermitteln oder den Leuten ihre Kompetenzen klar zu machen. Das heißt, wir versuchen am Anfang Vorwissen zu aktivieren und zu schauen, wo liegen eure Kompetenzen. Auch im Sinne einer positiven sozialen Interdependenz war auch hier im Seminar gegeben. Das heißt, wir kommen nur alle zum Ziel, wenn wir gemeinschaftlich unseren Beitrag leisten und jeder hat seinen Beitrag, den er leisten kann aus Sicht seiner Disziplin. Ich glaube, dass das ein starkes Kompetenzgefühl vermitteln kann und dass das eben auch zu dieser sozialen Eingebundenheit führt, die eben intrinsische Motivation fördert. Das ist ein Masterseminar mit dem Thema Willensfreiheit oder Illusion. Beschäftigt sich mit der klassischen Frage, ist der Mensch willensfrei und was bedeutet das, wenn er willensfrei ist, beziehungsweise wenn er nicht willensfrei ist. Das Besondere war jetzt hier, dass wir interdisziplinär gearbeitet haben. Das heißt, wir hatten das Glück, Studierende aus 4 verschiedenen Studienbereichen zusammenzubringen und dieses Thema eben interdisziplinär zu betrachten. Und wir hatten Juristen, wir hatten also eine Juristin, wir hatten Philosophen dabei, Erziehungswissenschaftler und Psychologen. Und das hat eben ganz bestimmte Perspektivwechsel ermöglicht. Die Interdisziplinarität ist sicher sehr spannend. Also, dass man ein Gebiet wirklich einmal ganzheitlich erfasst und nicht einfach, wie ich es gewohnt bin, aus der psychologischen Sicht betrachtet, sondern auch mal philosophische, juristische Einblicke erhält. Vor allem, weil ich jetzt einen philosophischen Vortrag gehalten habe, dass man Leuten irgendwie mit so zu vermitteln, die jetzt nicht Philosophie studieren und die jetzt halt nicht so be gewisse Begriffe irgendwie nicht so kennen, wie wir sie vielleicht kennen. Und ich fand das, also fand das schon noch eine gute Übung. Also das Tagungsformat hat sich auf jeden Fall bewährt. Wir haben das nicht nur Tagung genannt, wir haben wirklich das als Tagung gemacht. Es gab Tagungsbadges, es gab Tagungsblöcke, es gab dieses Tagungsprogramm. Es wird nachher, wird jeder einen schriftlichen Beitrag noch verfassen, der dann in einen Tagungsband zusammengeführt werden wird. Das heißt, die Studierenden sollten wirklich das Feeling dieser Tagung haben. Und ich hatte das Gefühl, dass das die Studierenden sehr motiviert hat. Wir hatten auch vorher Skype-Besprechungen, wo sie mir schon mal eine didaktische Skizze präsentiert haben, damit der Tagungsablauf ungefähr zeitlich auch geplant werden konnte. Und ich hatte schon den Eindruck, dass die Studierenden dadurch sehr in einen spielerischen Modus gekommen sind, weil sie sich eben vorgestellt haben, sie werden da präsentieren. Das hat für mich dazu geführt, dass es sehr gute Referate, Präsentationen gab. Es waren nicht die klassischen Präsentationen, ich lese etwas vor, ich habe sehr textlastige Folien, sondern es wurde sehr viel mit unterschiedlichen Medien gearbeitet. Es wurden sehr viele Filme gezeigt, Auflockerungsübungen gemacht. Es gab eine kleine Gerichtsverhandlung aus der juristischen Sicht. Es gab ganz verschiedene Sachen. Es gab Rollenspiele. Wir haben eine Arena-Diskussion gemacht mit den Philosophen, mit den philosophischen Positionen. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es hat, glaube ich, auch den Studierenden sehr viel Spaß gemacht, in diesem Tagungsformat zu arbeiten. Ich finde das Konzept der Veranstaltung mit dieser Tagungsform genial gemacht. Man kann von Anfang bis zum Ende der Veranstaltung eigentlich folgen. Man ist immer eingebettet in das Thema. Es ist nicht so, dass ich einfach jetzt ein Referat halte und dann ja, ist vorbei, sondern ich habe bis zum Schluss, bis ich den schriftlichen Beitrag abgebe, erst dann ist eigentlich das dann abgeschlossen. Das finde ich sehr gut gemacht, weil man so auch dranbleiben muss und dranbleibt. So Blog-Seminare können wirklich sehr einschläfernd sein, wenn wirklich einfach immer eine Viertelstunde ein Referat und dann geht das so von 8 bis 18 Uhr. Und Frau Crispens hatte eigentlich uns quasi vorgeschrieben, dass wir immer noch eine Auflockerung und eine Gruppenarbeit machen müssen und hat uns auch so verschiedene Methoden vorgestellt. Und also ich habe gemerkt, dass das macht extrem viel aus. Also wenn man wirklich noch ein Thema nach dem Referat diskutiert oder irgendwie in ein Rollenspiel macht, dann erstens lernt man das Gehörte gleich umsetzen und das bleibt dann auch. Und es macht wirklich einfach den Tag viel angenehmer. Und man ist nicht nach 2 Stunden schon völlig K.O.
Also mir ist es sehr wichtig, Spaß bei der Lehrveranstaltung zu haben als Dozierende, weil ich glaube, dass sich das auf die Studierenden überträgt. Und Hedys Befunde zeigen das auch, dass die Motivation der Lehrkraft sich sehr stark auf die Motivation der Studierenden auswirkt. Und Spaß verstehe ich nicht darin, die Inhalte oberflächlich zu behandeln, sondern vielmehr in so einen Kontext zu bringen, zum Beispiel eine Tagung, in Gruppenaktivierung, in einer Arena-Diskussion, eine Gerichtsverhandlung, sodass die Studierenden das greifbar vor sich haben, das für sie eine persönliche Relevanz hat und sie daher motiviert sind, sich die Inhalte anzueignen.